Wir können die Probleme dieses Landes gemeinsam lösen. Die Länder, der Bund gemeinsam. Da habe ich von Anfang an gesagt, wir brauchen diesen Dialog. Der Dialog ist mir wichtig. Und ich nehme auch immer, wenn ich in den Ländern bin, dann entsprechend Wünsche mit. Ich nehme aber auch Ideen mit. Und ich nehme Anregungen mit, die wir dann verarbeiten. Der Herr Landeshauptmann hat einige Themen intensiv angesprochen. Das eine ist das Thema Finanzausgleich. Da sitzen wir im selben Boot. Da wollen wir eine gute Lösung für dieses Land zustande bringen. Und diese gute Lösung muss gut vorbereitet sein. Daher wollen wir uns auch die Zeit nehmen, diese Dinge entsprechend gut vorbereitet abzuarbeiten. Wir werden daher nach Ende der Diskussion über die Steuerreform, die am 17. März sein soll, mit den Verhandlungen zum Finanzausgleich beginnen. Wir werden bei den Finanzausgleichsverhandlungen das Thema Steuerreform ja dann schon kennen, können das auch in die Folgewirkungen mit bereits eintakten. Eines ist unbestritten, Österreich ist ein Hochsteuerland. Und da gibt es noch eine Antwort, die heißt runter mit den Steuern. Aber da kann es nicht so gehen, dass man einerseits Geld in die Tasche gibt und aus der anderen Tasche nimmt man das Geld wieder heraus. Es braucht eher eine eindeutige Entlastung und nicht eine Belastung, wie das manche meinen. Wir haben ein Ausgabenproblem und kein Einnahmenproblem. Und ich möchte noch einmal anknüpfen an das, was der Herr Landeshauptmann gesagt hat. Wir haben eine extrem hohe Steuer- und Abgabenquote im europäischen Vergleich. Wir sind ein Hochsteuerland. Und die Hochsteuerland wird ja nicht dadurch beseitigt, dass man in dem einen Sektor den Eingangssteuersatz auf 25 senkt und oben wieder was draufsetzt, da wird der Satz als solches nicht absinken können. Zweites Thema, das wir behandelt haben, ist der Finanzausgleich. Aus meiner Sicht war es gut und wichtig, dass der derzeitige Finanzausgleich bis zum Jahre 2016 verlängert wurde. Und hier ist jetzt die Möglichkeit, dass in Ruhe verhandelt werden kann mit allen Partnern, dass auf Augenhöhe diese Verhandlungen stattfinden. Und ich begrüße absolut den Vorschlag, dass aufgabenorientiert dieser Finanzausgleich gestaltet wird. Was die Steuerreform anbelangt, ist es mir wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Länder und die Gemeinden natürlich von jeder Art von Steuerreform betroffen sein werden und wir darauf vorbereitet sein müssen. Das bedeutet immer, wenn wir Mindereinnahmen im Bund haben, dann sind die Länder zu 22% davon betroffen, die Kommunen zu ca. 11% davon betroffen. Jetzt weiß ich, das ist schmerzhaft. Der guten Ordnung weise ich darauf hin, dass der Finanzminister zu 67% davon betroffen ist. Wesentlich ist natürlich bei dieser Steuerreform, dass auch die Länder ihren Beitrag leisten. Da sind wir in sehr guten Gesprächen. Und ich erlaube mir schon den Hinweis, dass gerade das Land Tirol, was die Konsolidierung des Bundeshaushaltes betrifft, schon einen beträchtlichen Beitrag leistet. Denn wir sind jenes Land mit den geringsten Schulden. Wir sind jenes Land, wo wir das Nulldefizit schon seit einigen Jahren haben und für das Budget 2015 und 2016 wiederum dieses Nulldefizit fortgeschrieben haben. Zur Steuerreform selbst, wo stehen wir? Erstens, sie kommt. Zweitens, man hat sich im Wesentlichen bereits darauf verständigt, dass der Eingangssteuersatz 25% sein wird. Wir sind derzeit in intensiven Diskussionen, dass nach der letzten politischen Runde die Arbeitsgruppen Arbeitsaufträge bekommen haben, die sie diese Woche abarbeiten und liefern. Das heißt, wir werden jetzt in eine zweite Phase einsteigen, wo man neben dem Tarif die kritische Frage löst, die sehr unterschiedliche Auffassungen hat, wie gehen wir mit der sogenannten Negativsteuer um. Wir brauchen aber auch diese Steuerreform, dass die Menschen mehr Geld in der Tasche haben, damit der Inlandskonsum angekurbelt werden kann. Und es scheint sich jetzt eine Lösung abzuzeichnen, wie man dieses Thema der Entlastung jener Gruppen, die von der Einkommens- und Lohnsteuer nicht betroffen sind, das sind im Wesentlichen die Einkommensgruppen bis 11.000 Euro im Jahr, wie kann man die über Sozialversicherungsbeiträge entlasten? Hier wird ein Modell gerechnet und wird der politischen Gruppe zur Besprechung vorgelegt werden. Wir sind weitergekommen in der Frage der Gegenfinanzierung. In der Frage der Gegenfinanzierung kennen Sie das Konzept, das ich vorgelegt habe, wie diese Gegenfinanzierung ohne neue Steuern funktionieren kann. Ich betone nochmals, es ist nichts Neues, aber damit es nicht vergessen wird, mit mir wird es keine Vermögenserbschafts- und Schenkungssteuern geben. Wir haben auch über die Steuerautonomie gesprochen. Und ich habe schon öfter gesagt, also das Land Tirol ist hier sehr damit einverstanden, dass man in Richtung Steuerautonomie geht. Ich bleibe dabei. Ich bleibe auch dabei, dass letztendlich die Länder dann mehr Verantwortung zu übernehmen haben. Eine Frage, ob wir es schaffen, und da hat sich offensichtlich jetzt auch der Herr Bundeskanzler dazu positiv geäußert,
eine Verwaltungskostendämpfung mit der Steuerreform mitzufahren. Und da bin ich wieder beim Ausgangspunkt. Die kann man nur machen, wenn Bund, Länder und Gemeinden in einem Boot sind. Und deshalb ist es mir so wichtig, diesen Dialog mit den Landeshalbleitern zu pflegen, gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Und daher ist meine Erkenntnis auch nach 5 Monaten, die habe ich schon zu Beginn gesagt und ich bleibe dabei, die Länder sind in keiner Weise reformunwillig. Man muss nur auf Augenhöhe die Gespräche aufnehmen. Das tue ich mit dem heutigen Tag hier in Tirol, habe es gestern in Vorarlberg gemacht und werde es nächste Woche dann weiter fortführen.